Hallo Leute, ja, es ist schon eine Weile her, dass ich ein Video hochgeladen habe. Der ein oder andere von euch hat schon gesehen oder gehört, dass bei mir wieder was ansteht, was Großes. Ich habe auf meinem anderen Kanal, auf meinem englischsprachigen Kanal, ein Video gepostet, eh schon länger. Und ich wollte jetzt auch hier was posten, aber irgendwie bin ich nie dazu gekommen und ich bin jetzt auch voll im Chaos. Es geht in ein paar Tagen schon los. Bin am Packen. Ja, auf jeden Fall, wie der Titel schon verrät, ich werde 7 Jakobswege gehen durch Spanien und Portugal. Und ja, ich verlinke das Video, falls ihr es nicht gesehen habt. Ich werde es auch in die Videobeschreibung verlinken. Und ja, könnt ihr euch das Video anschauen, damit ihr halt ja, in Detail seht, worum es geht. Es ist auf Englisch, aber ja. Kurzfassung: bei mir wurde letztes Jahr Cone Rod Dystrophie diagnostiziert. Das ist eine Augenkrankheit, ist erblich, in dem Gendefekt. Ja, man kann da eigentlich nichts machen, außer es eventuell in die Länge ziehen, aber im Prinzip verliere ich mein Augenlicht mit, ja, mit der Zeit. Es ist aber halt auch nicht wirklich gut erforscht und dass jeder Mensch reagiert anders, also kann mir auch keiner wirklich sagen, wie lange ich noch Zeit habe und vor allem, wie lange ich noch qualitativ Zeit habe. Die mich auch letztes Jahr, die mir gefolgt sind beim Portugies, ich bin nach der Diagnose den Portugies gegangen, um das zu verarbeiten, um ein bisschen auch ja, Zeit für mich zu haben und das alles irgendwie, ja, wie gesagt, zu verarbeiten. Und deshalb war ich auch vielleicht, falls ihr die Vlogs gesehen habt, am Anfang irgendwie recht mürrisch und ja, angepisst. Und ja, es wurde dann mit der Zeit besser und der Weg war auch toll. Und auf diesem Weg habe ich halt auch die Idee bekommen, dass ich eventuell so die 7 Caminos gehe. Ja, wie auch immer, ich habe jetzt nicht vor, hier auf diesem Kanal etwas zu posten. Vielleicht auch nicht, aber eher. Also ich werde auf jeden Fall wieder was aufnehmen und dokumentieren, aber diesmal auf Englisch, auf dem anderen Kanal, damit ich da halt vielleicht eine breitere Reichweite habe und halt auch meine Musik ein bisschen promoten kann. Und ja, falls ihr mir folgen wollt, könnt ihr mich auch auf dem anderen Kanal abonnieren und ja, auch auf Instagram folgen. Eigentlich braucht ihr auch für Instagram gar keinen Account. Also wenn ihr es auf dem Computer schaut oder auf dem Laptop, wenn ihr einfach auf Google, Instagram und Mr. MA.Andrich, Andrick eingibt, dann habt ihr Zugang und könnt sehen, wo ich gerade bin. Ich starte am Montag, den 13., also eh schon in ein paar Tagen. Und ja, aber wie gesagt, falls ihr Interesse habt oder ihr mich in einer Art und Weise unterstützen wollt, wäre das toll, wenn ihr halt mir wirklich auf Instagram folgen würdet, weil halt diese Follower, die Zahlen helfen halt, dass ich eventuell vielleicht auch einen Sponsor bekomme oder keine Ahnung, dass ich auf jeden Fall interessant bin für irgendwelche anderen Unternehmen. Aber ja, soweit will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Auf jeden Fall geht's. Ich habe auch ein Video gepostet, der Plan, also wie genau ich das machen werde, welche Routen und in welcher Reihenfolge, werde ich auch verlinken. Aber so in Kürze, ich starte in Finisterre und gehe den Camino Finisterre zurück nach Santiago. Dann gehe ich von Santiago zurück nach Saint-Jean-Pierre-de-Port, den Camino Frances. Dann switche ich rüber auf den Del Norte und gehe von Irun zurück nach Santiago. Dann von Santiago runter bis nach Lissabon oder nach Porto. Mal schauen, ich habe da jetzt nicht so viel Zeit, aber ich werde spontan entscheiden, je nachdem, wie mein Tempo ist und wie es mir geht. Danach kommt dann muss ich irgendwie nach Sevilla kommen, mit dem Bus oder mit dem Zug. Und dann geht es auf den Via de la Plata zurück nach Santiago. Und dann der vorletzte ist der Camino Inglés von Santiago zurück nach Ferrol und zu guter Letzt der Primitivo von Oviedo zurück nach Santiago. Und ja, viel vor ist ein unglaublich ambitioniertes Projekt von mir jetzt und
Ja, ich freue mich total drauf. Ungefähr 3400, 3800 Kilometer wird es sein. Und ja, ich wollte das mal auch hier loswerden und ja, euch informieren. Wie gesagt, geplant habe ich jetzt nichts, dass ich jetzt hier was poste, weil es wird mir einfach zu viel Deutsch, Englisch, zweisprachig. Das ist für mich too much. Ja. Nochmal danke für die Nachrichten, die schon einige von euch mir geschickt haben. Und ja, sehr, sehr, sehr schön und sehr aufmunternd. Und ja, wie gesagt, ich freue mich jetzt auf den Weg auf die Sieben Caminos. Und ja, wer weiß, vielleicht melde ich mich ja mit einem kurzen Video irgendwo aus Spanien, Portugal, auch hier. Aber ja, gut. Wünscht mir Glück, Buen Camino.